Wieso sollte man sich im Leben mit einer Farbe beschränken, wenn man es auch bunt haben kann? Genau darum geht's heute in unserer neuen Challenge. Es wird auf jeden Fall bunt, also bleibt dran. Wir fangen jetzt schon an. Das ist die neue Challenge von Multidoo. Oh wow, schaut euch diesen riesigen Glotzer an. Hast du schon meinen Hubba Bubba gesehen? Wow! Leute, habt ihr jemals so ein großes M&M-Stück gesehen? Mädels, ich möchte anfangen. Wie soll ich das denn essen? Das Ding ist so groß und so gelb. Und ganz schön hart. Aua, meine Zähne. Wie soll ich das machen? Okay, ich nehme einfach diese Kettensäge hier. Jedes Mädchen sollte eine kleine Kettensäge mit sich tragen. Man weiß nie, wann man sie benutzen sollte. Na, siehst du? Es hat geklappt. Jetzt kann ich das Ding essen. Mann, ist das schokoladig und lecker. Ich kann mich gar nicht davon losreißen. Das sieht wirklich appetitlich aus. Ich will auch was davon probieren. Das ist einfach perfekt. Hey, was schaust du mich so an? Du hast deinen eigenen Leckerli. Ah ja, ganz genau. Den Glotz habe ich ja ganz vergessen. Es wird Zeit, dass ich da meine Zähne reinstoße. Riecht toll. Und so elastisch und lecker. Ich liebe es. Schmeckt der Glotzer wirklich so gut? Ah, perfekt. Oh, und springt ja voll gut. Wie so ein kleiner Flummi. Also wie ein großer Flummi. Oh, das ist wirklich toll. Mach das nochmal. Ich zeig's euch. Sowas habt ihr noch nicht gesehen? Oh nein, was soll ich jetzt machen? Er wird nicht mehr springen, oh Mann. Das nächste Mal spielst du nicht mit deinem Essen. Mach du weiter, Emma. Oh, schaut euch diesen Kaugummi an. Der ist ja gewaltig. Okay, ich habe ihn rausgenommen und jetzt kann ich was abbeißen. Das schmeckt einfach fantastisch. Werde ich in der Lage sein, eine Blase zu machen? Noch hat es nicht geklappt. Ich frage mich, wie groß meine Kaugummiblase sein wird, wenn ich erstmal alles aufgegessen habe. Das werden wir gleich herausfinden. Es hat alles in meinen Mund gepasst. Jetzt kommt die größte Kaugummiblase der Welt. Oh, das ist ja toll, aber ich glaube, das wird langsam zu groß. Ups, ich glaube, ich habe es übertrieben. Wir sind voller Kaugummi. Ja, tut mir leid, sowas kann nur mal passieren. Igitt. Ja, ja, tut mir leid. Schaut mal, was ich hier habe. Einen kleinen, coolen Affen. Und ich habe einen winzig kleinen Kaugummiautomaten. Und ich habe was Seltsames. Was ist das denn? Ich will doch gleich mal anfangen. Okay. Erstmal die Packung öffnen. Oh, das sind ja kleine Gummibärchen-Sticks. Mit einem Gel in der Mitte. Das muss ich sofort ausprobieren. Ich nehme mir so ein Ding raus und tunke es in das Gel. Schmeckt voll köstlich. Ich will sofort mehr davon. Sowas habt ihr sicher noch nie probiert. Und wenn ich mir gleich mehrere Stäbchen nehme, alle reintunken. Oh nein, die stecken fest. Wie soll ich die wieder rausnehmen? Na komm schon, jetzt mach. Oh, ich hab's geschafft. Die werde ich aufessen. Kommt mal her. Das sieht voll appetitlich aus. Was hast du denn da unter der Nase? Ist das Rotze? Nein, das ist nur ein bisschen von dem Gel, das übrig geblieben ist. Sieht eklig aus. Das war toll. Mach's gut. Du bist Nächste. Oh, schaut euch diesen tollen Affen an. Da sind auch noch Bonbons drin. Die will ich natürlich probieren. Riecht gut. Einfach köstlich. Diese Bonbons sind zum Verrücktwerden.
Herr Affe, bewache meine Süßigkeiten. Ich will auch was probieren. Ah, das hat wehgetan. Weißt du was, du Affe? Du kannst was erleben. Ja, du aber auch. Willkommen zum Superkampf. Bella gegen Mr. Monkey. Wer wird gewinnen? Ah, das sieht gar nicht so spektakulär aus, wie ich gedacht habe. Du wirst nicht gewinnen. Oh Mann, ich bin ganz schön müde geworden. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich denke, ich werde noch was von meinen Bonbons probieren. Hm, voll lecker. Oh, ich bin wirklich müde. Du solltest dich so langsam an deine Bonbons machen. Ah ja, genau. Hm, hier ist auch schon eins. Muss voll lecker sein. Hm, das ist ein Kaugummi. Richtig toll. Da will ich natürlich mehr davon. Viel, viel mehr Kaugummi. Das sollte reichen. Jetzt müsste ich eine große Kaugummiblase schaffen. Du machst den gleichen Fehler wie ich. Ups, ich falle. Man muss echt vorsichtig sein, wenn man seine Talente zur Schau stellen möchte. Aber das war doch voll cool, nicht wahr? Wow, was ist das? Ein Blaster. Wie cool. Und ich habe Zitronen. Einfach nur Zitronen. Wieso das? Mädels, schaut euch das an. Das ist ja Zuckerwatte. Darf ich anfangen? Ja, natürlich. Nur zu. Ich nehme mir etwas von der Zuckerwatte, um sie zu probieren. Oh, wie so eine kleine süße Wolke. Die zergeht nur so auf der Zunge. Voll magisch. Ich will mehr davon. Daraus werde ich mir einen Ball formen und direkt den Mund treffen. Voll lecker. Und jetzt mache ich mir einen größeren Ball. Seht ihr, wie toll ich den auffangen kann? Das hast du gut gemacht. 10 aus 10 Punkten. Absolut. Ich kriege echt nicht genug davon. Das schmeckt einfach unglaublich. Die löst sich so schön im Mund auf. Du hast da was am Kinn. Du siehst aus wie so ein alter Opa. Ha, ich habe einen süßen Bart. Passt mir doch, oder? Und schon nicht mehr. Und weg ist die Zuckerwatte. Ich denke, du bist dran. Nein, 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 Bella. Du sollst anfangen. Nein, Mädels, ich will nicht. Ich werde diese Zitronen nicht essen. Denkst du dasselbe, was ich denke? Jetzt werden wir dich Loser nennen. Haha, Bella, du Loser. Ich bin kein Loser, okay? Ich kann die Zitronen essen. Die sind voll sauer. Ich will das nicht. Aber ich muss es tun. Ich muss es ihnen beweisen, dass ich kein Loser bin. Wieso habe ich so viele? Ich werde einfach nicht fertig. Oh Mann, wie schafft die das bloß? Ich werde die alle aufessen. Okay, ich hab's geschafft. Habt ihr das gesehen? Ups, was passiert denn mit mir? Ich glaube, ich habe einen Krampf. Oh, die waren echt zu sauer. Aber ich hab's geschafft. Ja, definitiv. Jetzt bist du dran. Na, Gott sei Dank sind das keine Zitronen. Oh, das sind ja Seifenblasen. Wie cool. Hier habt ihr ein paar Seifenblasen. Oh, wie cool. Ich mag die total. Schau mal, so platzt man Seifenblasen. Wow, das machst du ja voll professionell. Oh, ich mag die Seifenblasen total. Hm, hier sind ja auch noch Bonbons drin. Die riechen voll gut. Ich muss sie sofort probieren. Ich stecke sie mir einfach in den Mund. Oh ja, ich hatte recht. Das schmeckt wirklich gut. So schön knusprig und süß. Und noch ein Bonbon. Ich liebe es. Oh nein, ich glaube, das steckt in meinem Hals. Ich kann nicht atmen. Oh Mann, die ist ja ganz blau geworden. Die hat sich verschluckt. Komm schon, das schaffst du. Oh, ich kann wieder aufatmen. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Haha, das alles kann mein Finger, oder? Ja, voll schön, aber komm mir bloß nicht zu nah, okay? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.